Hallo, ich will euch heute zeigen, wie man eine Avocado richtig isst. Erstmal, eine Avocado ist reif, wenn sie sich leicht mit dem Daumen eindrücken lässt. Mit einem kleinen Küchenmesser kann man die Avocado jetzt längs aufschneiden. Da sich in der Avocado ein Kern befindet, sollte man dabei vorsichtig schneiden, vor allem wenn man diesen Kern am Ende noch einpflanzen möchte. So, jetzt können wir die beiden Hälften voneinander trennen. Und man sieht jetzt hier den Kern. Und hier sieht man, dass die Avocado vielleicht schon ein bisschen überreif ist. So, jetzt zu den beiden Varianten. Als erstes entfernt man den Kern. Den kann man zum Beispiel einfach mit der Hand rauslösen. Und jetzt kann man die Avocado zum Beispiel mit einem kleinen Löffel einfach auslöffeln. Natürlich lässt man diese Stelle weg. Für die zweite Variante kann man die Avocado einfach schälen. Also man schneidet sie einmal längs in der Mitte durch. Und jetzt entfernt man einfach mit dem Messer die Schale. Und bei einer Avocado, die so weich ist wie diese, kann man die Schale wahrscheinlich auch so abziehen. So. Jetzt schneidet man die Avocado einfach in kleine Stücke und kann sie so zum Beispiel sehr schön in einen Salat geben oder auf dem Brot essen. Hier noch ein kleiner Nachtrag. Für jeden, der die Avocado nicht sofort essen will, kann man sie einfach in eine kleine Tupperdose tun. Und da sich die Avocado-Stücke sehr schnell verfärben, kann man jetzt einfach ein kleines bisschen Zitronensaft oben drüber geben. So hält sich das Ganze zwar nicht sonderlich lange, aber für ein paar Stunden ist das überhaupt gar kein Problem im Kühlschrank. So, tschüss!